Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac. Auf der Repentance. Repentance ist scheiße, ich hab B gedrückt. Was sind denn auch beim Xbox-Controller und beim Nintendo-Controller A und B vertauscht? So, wir machen heute eine Challenge, Leute, und zwar die. I'm scared, man! Challenge. Keine Ahnung. Oh, wir haben auf jeden Fall irgendeine Transformation. Ewigkeit in Isaac mehr gespielt. Wir sind im Keller. Wir haben einen Scheißhaufen. Wir haben auch einen Scheißhaufen auf dem Kopf. Alles Scheiße. Okay, geil. Diese Challenge ist alles voller Scheiße. Wir sind blindfolded. Wie zum Fuchs sollen wir Damage machen? Weiß ich noch nicht. Aber probieren wir das doch erstmal gegen den ersten Miniboss aus. Okay, wenn er gegen unser kleines Scheißhörchen hier gegenläuft, dann kriegt er Damage. Und wir können ein weiteres Scheißhörchen machen. Und da kommen weitere Scheißhäufchen raus. Das ist ja eine super duper Challenge. Geil. Okay, also ich muss gar nichts machen. Ich bin einfach wie so ein Pokémon-Trainer. Bring hier meine ganzen kleinen Scheiß-Pokémonchen raus. Kann dann. Oh, warte, kann ich über Sachen rüberlaufen? Ich kann über Sachen rüberlaufen, Leute. Und ich war richtig schlau, Leute. Ich habe da, weil mein kleiner Wolf hier über der Karte ist, beziehungsweise über der Pille, habe ich das jetzt einfach mal da links hingepackt. Richtig smart, oder, Leute? Damit ihr seht, was für eine Pille ich habe, weil da haben sich ja einige Leute damals beschwert, dass sie das immer nicht sehen können. Ja, ja, ich denke auch manchmal mit. Manchmal, aber nur manchmal, denkt der DC auch mal mit. So, ich bin jetzt ein bisschen nutzlos. Alleine bin ich nutzlos, aber mit meinen Scheißfreunden besiege ich alles. Man kann hier so eine richtige Scheißhaufenarmee machen. Kenne ich tatsächlich auch noch gar nicht. Ja, wollte die, die sind random, ne? Die greifen nicht von sich aus Leute an. Oder gehen die zu mir? Ach, die folgen mir. Ah, I see. Das ist meine kleine Scheißhaufenfamilie. Ich bin quasi die Scheißhaufenmama und die watschen mir alle hinterher. Also super gut, der Wackman. Wäre natürlich irgendwas, was uns unverwundbar macht. Sowas wie. Wie heißt das? Unicorn-Kram da? Dieser Unicorn-Kram? Das wäre richtig, richtig gut. Dass wir halt von uns aus auch Leute töten können und nicht darauf warten müssen, dass die Gegner irgendwie in unsere Scheißhaufen reinlaufen. Und ich sehe schon, die Bosse werden natürlich nochmal eine extra Herausforderung. Ja, Kessel Denied, meine Scheißhaufen! Wären die? Ich glaube, meine Scheißhaufen wären sogar Sachen ab. Kann das sein? So, wir haben natürlich keine goldenen Räume, dafür aber Shops. Ich glaube, ich nehme tatsächlich mal das blaue Herz mit, weil ich hätte gerne eventuell ein Devil Room. Ein Shade, Leute, ein Shade nehmen wir mit. Und jetzt ist die Frage, wir sind ja blindfolded, ne? Wenn wir jetzt aber ein Baby mitnehmen, kann das auch Damage machen? Also kann das dann schießen? Will ich dafür ein Leben opfern, um das zu checken? Das rote Feuer hat mein Scheißhaufen getötet. Ja, ich will es checken. Ich bin blindfolded und ich kann damit aber angreifen. Okay, das ist sehr, sehr gut zu wissen. Das ist ultra gut zu wissen. Ultra gut. Okay, mega gut. Das heißt, wir brauchen einfach sehr viele Familias, dass wir quasi wie dieser eine Charakter da werden. Was ist denn eigentlich unser Ziel? Wir wollen zu Mutters... Mutter, einfach nur mal, ne? Hier, Mutters Fuß hier links bedeutet, wir wollen einfach nur zu Mutters... Zu Mutter, zur ganz normalen Mutter. Das ist ja nicht mal eine sehr lange Challenge. Okay. Aber ich mag schon mal unseren komischen Schatten hier hinter uns. Wie groß der auch ist. Der ist einfach größer als ich. Wieso ist mein Schatten größer als ich? Hast wohl einen Schatten, dass du größer bist als ich, du Schatten. Wir haben irgendwas, ich weiß nur gerade nicht was, was unsere Familias auf jeden Fall größer macht. Deswegen ist der Schatten so groß, deswegen ist Bobby so groß, deswegen ist alles so groß. Alles an mir ist groß, nur ich selber. Ich bin klein. Ach ja, Isaac. Ich glaube, zu Repentance habe ich tatsächlich auch richtig wenig Folgen nur gemacht, ne? Zu dem ersten Isaac habe ich richtig, richtig viele Folgen gemacht. Also dieser Flash-Version. Damals, Leute, damals, als die Folgen alle noch 15 Minuten waren und eine... ein One waren da dann 3 oder 4 Folgen. Das waren Zeiten, Leute. Das waren ganz andere YouTube-Zeiten. Damals habe ich auch schon YouTube gemacht. Das war krass. What do we have here? Oh, goldener Puff. Kommt aus Gold. Warte. Müssen wir töten? Egal, wie lange das jetzt dauert. Ja, da kommen goldene Scheißhaufen raus. Gibt es noch andere Farben? Es gibt noch diesen, der eine Vollheil. Dieser Regenbogen-Scheißhaufen. Würde da auch ein Regenbogen-Scheißhaufen rauskommen? Das wäre ja richtig krass. Jetzt will ich so einen Regenbogen-Scheißhaufen haben. Leute, wie cool ist das denn? Okay, jetzt wäre doch die Frage, sind diese goldenen Scheißhaufen vielleicht sogar stärker als die anderen Scheißhaufen? Oder kommt da Geld raus oder was weiß ich? Haben die irgendwas Spezielles? Aber das ist auch wieder so ein kleines Detail. Aua, wow, der ist ja richtig exploded. Ja, guck mal, der macht irgendwas. Der macht, dass die Gegner eingefroren sind, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Auf jeden Fall, ja, guck mal, der friert die Gegner so ein. Das ist ja mega cool, jetzt will ich alle möglichen Scheißhaufenfarben mal ausprobieren. Welche gibt's denn noch? Also es gibt dunkel,
Gibt es irgendwie Durchfall? Nee, Durchfall gibt's hier nicht, ne? Warte, werden das meine Freunde? Seid ihr meine Freunde? Die werden alle meine Freunde! Scheißhaufen werden meine Freunde. Nur die großen Scheißhaufen werden nicht meine Freunde. Aber die großen Scheißhaufen werden doch auch zu kleinen Scheißhaufen, oder? Hier, die hier? Wenn man die jetzt killt. Ja, da kommen kleine Oh, das ist ja der mega, der gute Raum. Guck mal, jetzt haben wir Scheißhaufen mit Maiskörnern oder so drin. Ich liebe diese Challenge. Was ist mit dieser Challenge, ey? Oh, das. Blue Candle, Leute. Dann haben wir keine Scheißhaufen mehr. Damit machen wir jetzt natürlich die Challenge so ein bisschen kaputt, ne? Aber Blue Candle ist natürlich viel zu krass. Ja, sorry, Leute. Ich muss natürlich die Blue Candle mitnehmen. Damit kann ich selber Damage machen. Egal, ob ich jetzt Scheißhaufen habe oder nicht. Und auch noch richtig, richtig krass viel Damage. Ja, aber Leute, habt ihr Isaac vermisst? Guckt ihr Isaac noch? Also, klar, wenn ihr jetzt dieses Video geguckt, raufgeklickt habt und bis jetzt noch guckt, dann guckt ihr höchstwahrscheinlich Isaac. Interessiert euch das? Habt ihr jetzt nur raufgeklickt, weil ich das so lange nicht gemacht habe und ihr einfach mal Isaac wieder sehen wolltet? Oder wollt ihr mehr Isaac sehen? Ich will auf jeden Fall mal diese ganzen Challenges nochmal machen. Und es gibt ja auch noch, jetzt bei Rapid Dance, habe ich auch alle noch nicht gezeigt, es gibt ja diese ganzen Tainted-Charaktere noch. Aber es geht dann auch relativ schnell die Lust wieder weg bei Isaac, wenn ich dann merke, yo, so eine Folge dauert halt auch einfach 30 Minuten und labert mal 30 Minuten durch, wenn ihr introvertiert seid. Ist schon nicht so einfach, Leute. Ist nicht so einfach. Ich sag's, wie es ist. Auch wenn das vielleicht manchmal nicht so wirkt. Nun gut, wo ist denn der Boss? Da ist der Boss. Hallo, Böslein. Was habe ich denn sonst so gemacht, Leute? Ich habe die letzte Zeit... Ich war beim Sozialgericht, Leute. Warte, ich schon mal beim Sozialgericht? Ich war beim Sozialgericht, weil die Barmer einfach Geld von mir wollte. Und das fand ich für hieß, weil Geld bezahlt ist immer blöd. Und dann musste ich da tatsächlich zum Sozialgericht. Und der war nur per Videokonferenz zugeschaltet. Das war richtig weird. Und ich wurde dann auch abgefilmt. Und dann musste ich da so eine Videokonferenz im Gerichtssaal machen. Da hätte ich ja auch einfach zu Hause bleiben können, wenn das sowieso alles über Video ist. Das war auf jeden Fall sehr komisch. Weiß ich auch nicht, ob ich den Gerichtstermin jetzt gewonnen habe, aber ich vermute mal nicht, weil die Barber ist halt böse. Nee, keine Ahnung. Aber war mal eine Erfahrung, die man machen konnte. Ob man die braucht, ist eine andere Frage, aber ich habe sie jetzt auf jeden Fall gemacht. Und ansonsten habe ich jetzt Conan angefangen, den Anime, Detektiv Conan. Als Kind, weiß ich, war mir das immer ein bisschen zu gruselig. Also auch Krimis und sowas mochte ich gar nicht. Also alles, was irgendwie mit Tod und Gedärme und was das ich zu tun hatte, mochte ich nicht. Alles soll Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber ich habe mich jetzt mal an Detektiv Conan getraut und bin jetzt auch relativ am Bingen von dem Kram. Obwohl mein kindliches Ich schon recht hatte, dass das nichts für Kinder ist. Ich weiß auch nicht, wieso das für Zwölfjährige sein kann, wenn in der allerersten Folge von Detektiv Conan einfach schon jemand enthauptet wird. Andauernd sterben da Leute und dann haben die immer so ein... Oh, dann haben wir unser komisches Ding hier, unser Regenbogen-Dings. Ja, und die haben immer so richtig komische Gesichtsausdrücke drauf, wenn sie sterben. Und ich glaube, wenn ich das als Kind geguckt hätte, ich wäre auf jeden Fall komisch drauf gewesen. Hallo! Also, da, es gibt tatsächlich... Das ist so cool! Ich wäre auf jeden Fall nicht der ich jetzt wäre, wenn ich das als Kind geguckt hätte. Sagen wir so, ich glaube, ich würde mein Kind das nicht gucken lassen, wenn das noch vor 16 ist. Oder so. Nein, muss es selber wissen. Aber 12, weiß ich nicht, ob ich mit 12 sowas schon einordnen könnte. Aber ja, ist ein sehr cooler Anime, gefällt mir gut. Und passend dazu, zu diesem ganzen komischen Brutalitätsthema, habe ich dann auch bei Pro7 Max, Werbung not included, Made in Abyss, den dritten Film? Ja, ich glaube den dritten Film geguckt, weil das ja der direkte Vorgänger zur zweiten Staffel ist, die jetzt auch bei Pro7 Max angelaufen ist. Und dementsprechend wollte ich den gucken, weil Made in Abyss ist einer meiner absoluten Lieblingsanimes. Und jetzt konnte ich den Film endlich auch mal gucken, weil ich ihn damals leider nicht im Kino gucken konnte. Und was soll ich sagen? Also der Anime hat mir besser gefallen, die erste Staffel. Aber der Film war auch nicht schlecht. Es wurde ein neuer Charakter vorgestellt in dem Film. Und die hatte auch mehr oder weniger eine Hauptrolle in dem Film. Aber mit der wurde ich nicht so ganz warm. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, warum und weshalb. Aber die wurden mir ein bisschen zu schnell eingegliedert und dann sollte man gleich von Anfang an halt so eine Bindung zu der aufbauen, aber ja, so wie das halt in einem Film ist, der nur 2 Stunden lang geht oder wie lange, 90 Minuten, keine Ahnung, ist das nicht so sehr leicht. Vor allem, wenn der erst in der zweiten Hälfte des Films überhaupt vorgestellt wird. Weiß ich nicht. War auf jeden Fall ein guter Anime, aber ich fand den Anime, also das war auf jeden Fall ein guter Film, so rum. Aber die erste Staffel war auf jeden Fall sehr, sehr viel besser. Mal gucken, wie die zweite Staffel jetzt ist. War jetzt auch nur so ein Reinkommer, sag ich mal. Freue mich auf jeden Fall, dass der Anime weitergeht, weil der sehr lange auf Eis gelegen hat.
Und wenn ihr den noch nicht geguckt habt, dann schaut den auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr schöner, kleiner, toller Anime. Das war jetzt die Anime-Ecke mit Dizzy. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Dizzy über Animes redet, die er zurzeit guckt. Dank Depths 2. Cool. Ich merke auch gerade, ich nehme hier absolut gar nichts mit von dem, was man machen könnte. Ich könnte die ganze Zeit... Ich laber hier die ganze Zeit nur rum. Das Spiel läuft mehr oder weniger auf Autopilot. Ich könnte hier die ganzen Geheimräume mitnehmen. Ich könnte die Shops mitnehmen. Wir haben genug Geld für alles Mögliche. Aber ich fühle mich einfach zu stark, Leute. Ich fühle mich einfach zu stark. Und vor allem, weil wir nur bis zum Mar müssen, habe ich jetzt auch nicht den Drang, mich irgendwie super krass stark zu machen. Deswegen wasche ich einfach nur ein bisschen durch und laber dazu. Hm. Hui, hui, ich bin langsam, aber ich werde trotzdem nicht getroffen. Oh, und ich habe mir noch ein Schlagzeug gekauft. Ein E-Drum-Set, also ein elektronisches Schlagzeug. Ich hatte früher auch schon mal eins. Allerdings waren das da so komische Plastik-Drums und so. Das hat gar keinen Bock gemacht. Also da hattest du dann gar keinen Reverb, dass dein Stick gar nicht weggebounced ist von dem Teil. Ja, das war doof damals. Und jetzt habe ich halt eins. Das ist das Alesis Nitro Mesh. Und das Mesh ist sehr wichtig, weil Mesh bedeutet, dass man quasi so einen Stoff auf den Pads hat, dass auch der Stick dann zurückgeschleudert wird. Und das macht tatsächlich einen riesengroßen Unterschied, wenn man Schlagzeug spielen möchte. Ich habe auch ein richtiges Schlagzeug, aber da ist das Problem, das ist halt mega laut. Nervt zum einen die Nachbarn, auch wenn die sich noch nie beschwert haben, wenn ich mal gespielt habe. Aber ich glaube, das nervt trotzdem. Und jeder hört, wenn du dich verspielst. Das fand ich am allerblödsten. Also nicht, dass mich das jetzt super krass tangieren würde, dass andere das hören. Aber ja doch, irgendwie schon. Nervt mich schon, wenn andere hören, wie schlecht ich dann Schlagzeug spiele. Und da ist dann so ein E-Drum-Set natürlich sehr, sehr cool. Man kann es auch an den Verstärker anschließen, wenn man es laut haben will. Aber man kann es halt auch einfach über Kopfhörer spielen. Und dann hören die Nachbarn oder auch die Eltern im Haus nicht, was für ein Bullshit du fabrizierst. So, und ich glaube, wir sind jetzt schon beim letzten Boss. Kann das sein? Also ja, das Alesis Nitro kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr cool. Hat mich jetzt auch nur 180 Euro gekostet. Kann man machen, glaube ich. Achso, und richtig cool. Ich habe ja dazu jetzt noch so einen Adapter gekauft. Der kommt vielleicht in 10 Monaten mal an. Keine Ahnung. Kommt aus Amerika. Und anscheinend gibt es gerade eine Chip-Shortage. Also es gibt gerade keine Chips auf dem Weltmarkt. Und deswegen kann der momentan seinen Adapter nicht machen. Toll, wir haben schon geschafft. Was war das denn für eine Challenge? Und mit dem kann man dann auf jeden Fall sein E-Drumset an Rockband anschließen, also an seine PS3 oder PS4 und dann mit Rockband verbinden. Wir haben Leute, die Mind freigeschalten. Hatten wir, glaube ich, gerade auch als Item tatsächlich. Ich glaube, das sind tatsächlich diese Scheißhaufen, die in den Folgen. Das haben wir jetzt freigeschalten. Ja, cool. Und ja, kann ich auch empfehlen. Schlagzeug. Leute, spielt Schlagzeug. Irgendein Instrument spielt irgendwas. Gut, das ging jetzt schneller als gedacht. Das war das eine knackige Folge. Wenn ihr noch ein anderes Isaac-Video sehen wollt, dann klickt hier rechts. Da habe ich keine Ahnung was gemacht. Vielleicht eine andere Challenge. Ja, eine andere Challenge hier. Richtig cool. Klickt das an. Das war auch richtig nice und so.